Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Ich habe heute einen Woolworths Haul für euch. Ich war jetzt beim Woolworths bei, also dieses Wort ist heute für mich ganz schwer auszusprechen. Bitte verzeiht mir, dass ich was schon die ganze Zeit lache, weil ich das so blöd ausspreche. Ich war dort, weil ich noch so die letzten paar Türchen für die Adventskalender gesucht habe, die ich dieses Jahr mache, und habe echt coole Sachen entdeckt und die würde ich euch gerne zeigen. Also als erstes das hier. Das ist der Grinch. Ich hasse Weihnachten, steht da drauf. Das ist nicht für mich, weil ich bin ein absoluter Weihnachtsmensch. Aber das ist perfekt für jemanden anderen. Und deswegen fand ich das so süß. Das durfte jetzt einmal mit. Das hat jetzt 1,50 € gekostet. Dann gab es dazu noch die perfekten Sticker. Ist jetzt natürlich böse hier mit dem Stinkefinger, aber halt für denjenigen, der es bekommt, der wird sich freuen, weil es einfach nur lustig ist. Genau, die gab es jetzt für 1 €. Dann habe ich noch Geschenkepapier mitgenommen. Einmal hier von Disney mit Donald Duck, Goofy und auch Mickey Mouse ist dabei. Die brauche ich jetzt dann für die Adventskalender, die ich mache. Da gab es sogar ein Star Wars Geschenkepapier. Fand ich auch irgendwie voll cool. Für 1,25 €. Und dieses und das Mickey Mouse Geschenkepapier hat genauso viel gekostet. Dann gab es hier noch ein Do-It-Yourself-Card-Making-Set. Das fand ich so süß, deswegen habe ich das mitgenommen. Das kostet 2 €. Und schauen wir uns mal kurz an. Das fand ich auch richtig niedlich. Also hier sieht man, wie die Karte dann aussieht. Das sind die einzelnen Teile. Es glitzert auch. Hier ist die andere Karte dann. Und das ist echt schön gemacht, weil das hier so Glitzer drauf hat. Dann ist das die nächste Karte. Das die nächste. Also die haben ja dieses Jahr wirklich ganz tolle Bastelsets in fast jedem Laden, der Bastelsachen verkauft, finde ich. Ob es Teddy ist, Woolworth. Ja, echt schöne Sachen. Also, finde, die haben sich echt Mühe gegeben. Dann hier mit Gnomen, auch voll niedlich. Schaut's mal. Hier. Find die Farbe richtig cool. Und das fand ich so hübsch mit dem Schneemann. Dann hätten wir hier die Karte, diese hier, diese hier. Finde ich auch sehr hübsch, sieht sehr edel aus. Diese hier. Genau, das war dieses Set. Und dann gab es dort auch Stempel. Also ich kaufe eigentlich nicht oft Stempel ein, weil ich immer finde, dass ich schon genug Stempel habe. Aber dieses Set hat mir irgendwie sehr gut gefallen, weil es so vintage aussieht. Und ich mag diesen Poststempel hier. Und auch das. Also ich finde die echt süß dieses Jahr. Und dann gab es tatsächlich noch so ein Gnome-Set. Und das finde ich richtig süß, weil. Nehmen wir uns jetzt einfach diese Filzmatte als Untergrund. Seht ihr das? Also hier haben wir ja drei Gnome, auch eine Gnomfrau. Und dieser Gnome, den kann man sich selber zusammensetzen. Und da sind dann vier verschiedene Gesichter. Ach, ich finde das so niedlich. Und ein Gnomhaus und Geschenke. Und hier sind dann auch so kleine Hände, die so einen Kuchen festhalten. Pilz und hier ist so ein kleines Schild. Und ja, I'll be Gnome for Christmas. Also ich werde zu Hause sein an Weihnachten, aber halt dieses Gnome anstatt Home. Oder You Gnome Me So Well. Also du kennst mich so gut, aber dann haben sie halt ein Wortspiel gemacht. Enjoy your day, also genieße deinen Tag. Wishing you joy. Wünsche dir viel Spaß. Oder There's no place like Gnome. Und es ist also richtig süß. Das sind alles so Wortspiele.
Oder From Our Gnome to Yours. Also damit werde ich bestimmt Karten basteln. Dieses Stempelset ist echt niedlich. Es hat mir sehr gut gefallen. Deswegen durfte das mit und es ist mal was anderes. Und dann habe ich noch dieses Band gefunden und das fand ich so cool. Ist auch ein perfektes Band, um einfach eine Karte damit zu machen, weil es einfach schon alles hat, was man dafür braucht. Und es ist auch gar nicht teuer gewesen. Es hat jetzt nur 1,50 gekostet für 3 Meter. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mir noch Tüten gekauft. Wunderschöne Tüten, 24 Stück für 4 Euro zwar. Aber, also es ist schon jetzt nicht billig, finde ich. Aber mir haben diese Tüten sehr gut gefallen, weil ich mag Gold. Gold foliert vor allem und dann noch in Weiß. Das fand ich irgendwie total hübsch. Also daraus werde ich keine Adventskalender machen. Die werde ich jetzt so benutzen, weil ich die einfach schön finde. Genau, das habe ich mir noch geholt. Dann habe ich das bezahlt an der Kasse, bin dann raus aus dem Laden und habe dann gesehen, dass draußen noch 10 Cent Artikel verkauft werden. Und dann musste ich natürlich gucken, ihr kennt mich ja. Und vor allem, das waren 10 Cent Artikel, keine 20 Cent Artikel. Und das waren alles Halloween Sachen. Einmal diese Plastikgläser für 10 Cent. Also ich finde das total günstig und das muss man ja auch nicht als Gläser verwenden. Das kann man ja auch als Deko benutzen. Also das fand ich richtig, richtig cool. Hier unten ist das wie so ein Spinnennetz und dann ist hier der Totenkopf. Also richtig cool gemacht. 4 Stück habe ich dann mitgenommen. Dann gab es dort noch solche Untersetzer. Ich denke, das sollen Untersetzer sein, die im Originalpreis 2 Euro gekostet hätten. Und ich habe die jetzt für 10 Cent bekommen und die werde ich zum Basteln benutzen. Weil das ist ja dieses Tag der Toten. Also mega, oder? Für 10 Cent. Also ich finde das total cool. Und da sind insgesamt 4 Stück drin. Das kann man ja auch als Schablone benutzen. Also finde ich voll cool. Hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich dann noch ein bisschen weiter geguckt, ob es da noch eine andere Variante gibt. Und dann gab es, also 4 Stück, das sind auf jeden Fall Untersetzer. Und dann gab es da noch Spinnennetze mit einer kleinen Spinne drauf. Richtig cool. Auch für nur 10 Cent. Und dann gab es noch sowas. Das ist ein Dekostoff. Kostet eigentlich 2,50 Euro. Und ich habe das jetzt auch für 10 Cent bekommen. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich mir gleich 2 mitgenommen. Also vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt sowas auch noch bei eurem Woolworth. Aber deswegen wollte ich das jetzt auch noch schnell abdrehen und euch zeigen. Das sind 1,5 Meter mal 2 Meter. Das packen wir jetzt mal aus. Ich bin mir sicher, dass man daraus noch was Cooles basteln kann. Ja, das ist ja schon cool, oder? Schaut's mal. Und man kriegt reichlich davon. Richtig viel. Ich freue mich. Das hat sich wirklich gelohnt heute, dieser Einkauf. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. In meinem nächsten Video werdet ihr sehen, wie ich den Adventskalender für meine beiden Söhne packe. Und dafür brauche ich nämlich dieses Geschenkepapier. Deswegen dachte ich mir, ich drehe jetzt noch schnell dieses Haul-Video ab, bevor ich jetzt diesen Adventskalender mit euch zusammenpacke. Das war mein kleiner, aber feiner Haul beim Woolworth. Jetzt kann ich es auch besser aussprechen, besser als hier am Anfang. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nicht verpassen wollt, was ich sonst immer so einkaufe, was ich mit den eingekauften Sachen bastel. Oder wenn ihr sehen wollt, wie ich die Adventskalender noch packe, die ich jetzt alle noch vor mir habe. Genau. Ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.